Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Meine Lieben, ich habe ein Problem. Seit circa 2 Monaten wechsle ich zwischen Garmin und Apple. Und das Problem, das ich an der ganzen Situation habe, ist, dass ich beide Plattformen liebe und am liebsten beide haben möchte. Ich möchte die ganzen Trainingsanalysen, Trainingsvorschläge, Trainingspläne, Auswertungen, alles, was Garmin auf seiner Plattform bietet, das möchte ich haben. Auf der anderen Seite finde ich einfach diese ganzen smarten Features, die eine Apple Watch dem Benutzer bereitstellt, einfach unglaublich genial. Und ja, einen Timer zu stellen oder einfach einer Nachricht direkt am Handgelenk zu antworten, sind einfach Dinge, die extrem cool sind. Und da liegt für mich auch das große Problem. Ich will beides haben, spielt es natürlich nicht. Aber ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Oder habe ich das? Bevor wir jetzt weitermachen. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu meiner Telegram-Gruppe. Die ist frisch gegründet und soll dazu dienen, dass wir uns persönlich zu den Themen wie Apple Watch, Sportuhren oder anderen Wearables unterhalten können. Also draufklicken und joinen, würde mich freuen. In einer optimalen Welt habe ich einen Tag meine Garmin-Uhr oben, einen Tag die Apple Watch oben. Egal mit welcher Uhr ich trainiere, alle Daten werden synchronisiert, Schritte werden synchronisiert und alles wird zusammengeführt. Das Problem ist aber, das spielt nicht. Wenn ich ein Workout mit Garmin mache, wird das zwar mit der Apple Health App synchronisiert, dauert zwar immer, ist für mich relativ random, muss ich auch dazu sagen, aber funktioniert, einmal am Tag wird das synchronisiert. Was ich aber natürlich dann schon verliere, ist meine ganzen Schritte bzw. halt auch meine Stehstunden. Auf der anderen Seite mache ich ein Workout mit der Apple Watch, dann werden einmal grundsätzlich die Daten natürlich nicht mit der Garmin-Plattform synchronisiert. Das geht natürlich nur, wenn ich eine Garmin-Uhr verwende. Aber es gibt Apps wie RunGap zum Beispiel, mit der ist es möglich, die Daten dann manuell zu synchronisieren, beziehungsweise wenn ich dort ein Abo abschließe, kann ich das, glaube ich, dann automatisch synchronisieren lassen. Was mir aber natürlich fehlt, sind dann die Trainingseffekte. Nach meinem 12-Stunden-Extremtest der Apple Watch Ultra, wo ich geschaut habe, ob die Apple Watch Ultra 12 Stunden lang GPS-Daueraktivität tracken kann, ob der Akku das aushält, verlinke euch das Video oben. Und nachdem ich auch das Intervalltrainingsvideo gemacht habe und das auch getestet habe, habe ich mir gedacht, wow, Apple hat da wirklich große Fortschritte gemacht. Ich glaube, dass die Apple Watch Ultra meine Garmin ersetzen kann. Also bin ich hergegangen und habe mir Apps wie Athletics installiert oder Workout Doors oder ich glaube die eine App heißt Gentle Streaker und ich habe es genossen, mit Sandra, wenn wir miteinander geschrieben haben, direkt auf der Uhr zu antworten, wenn ich mal einen Timer stellen musste, Chuck, hey Siri, mach das und das. Total cool, Benachrichtigungen, die natürlich am AMOLED-Display dann erschienen sind. Pff, ein Traum. Die Integration, die ganzen Smart Features, wie gesagt, ich brauche es nicht erklären. Jeder, der eine Apple Watch besitzt, weiß, wie toll die sind. Urcoole Sache. Die letzten Jahre ist ja auch HRV ein wichtiges Thema geworden. Die Apple Watch misst bei mir aus meiner persönlichen Erfahrung zweimal beim Schlaf. Und es wird aber gesagt, für Athletics, um da einen guten Wert zu bekommen, soll man gleich, wenn man munter wird, wenn man im Bett noch liegt, eine Atemübung machen mit der Apple hauseigenen App und dann wird der HRV-Status ermittelt und das ist angeblich der genaueste, um zu sehen, wie bereit ich bin, mein Workout am Tag zu machen oder wie intensiv das dann sein kann. Das habe ich auch immer gemacht. Nur irgendwann ist der Punkt gekommen, wo es mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Ich muss manuell HRV messen. Okay, könnte man jetzt theoretisch sagen, ja, musst du ja nicht, aber für mich ist es trotzdem wichtig, diesen Status zu wissen. Die ganzen Apps haben mir zwar Trainingseffekt etc. analysiert, aber die verschiedenen Apps hatten oft verschiedene Ergebnisse.
Und etwas, das mir natürlich auch sehr abgegangen ist und das ich mir gedacht hätte, dass ich das eigentlich ja gar nicht brauche, sind diese Trainingsvorschläge. Und zwar nicht, wenn ich auf einen Wettkampf hintrainiere, weil da bin ich eh strukturiert, habe ich meinen eigenen Trainingsplan und weiß schon ungefähr, wie ich trainieren soll, sondern wenn ich nicht auf einen Wettkampf hintrainiere, weil ich neige dazu, mir jetzt nicht viel Gedanken zu machen, was ich laufen soll. Ja, hier und da weiß ich zwar, mache einen Intervalllauf, aber im Großen und Ganzen gehe ich raus und laufe einfach. Und ich habe halt festgestellt, dass die Intensität und die Dauer bzw. die Strecke, die ich laufe, immer sehr ähnlich ist. Und das nennt sich Trainingsmonotonie und das ist auch nicht gut. Und da kommt halt die Garmin mit den Trainingsvorschlägen dem Ganzen zugute. Denn die Uhr sagt mir, hey, du hast in letzter Zeit sehr aerob trainiert, mach mal wieder was Anaerobes oder mach einen Schwellenlauf, wie auch immer. Der Trainingsreiz ist ein anderer und die Garmin-Uhr hilft mir dabei, mein Lauftraining ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Was natürlich bei einem Workout mit der Apple Watch auch fehlt, ist die Trainingsbelastung, der Trainingseffekt, Regenerationszeit etc. Das bekomme ich auch nicht. Ja, ich bekomme es mit Athletics in abgespeckter Form oder anderen ähnlichen Apps, aber wie gesagt, ich habe halt dann das Problem, dass ich nicht weiß, welche App hat recht. Jetzt könnte man natürlich sagen, wer weiß, ob Garmin recht hat, aber die haben halt schon ein paar Jahre Erfahrung und denen glaube ich halt dann trotzdem ein bisschen mehr. Aber neben dieser Tatsache, wenn ich jetzt dann die ganzen Sportfunktionen zur Seite schiebe, ist die Apple Watch halt einfach eine geile Uhr. Das muss man so sagen. Denn wie gesagt, Benachrichtigungen direkt am Handgelenk, Timer einstellen, Kalendereinträge erstellen lassen, das ist halt alles wirklich wunderbar, ist relativ unkompliziert, funktioniert gut und ist halt einfach eine Zeitersparnis. Beziehungsweise, finde ich, greift man auch dann weniger zum iPhone, sondern erledigt eigentlich, keine Ahnung, vielleicht 2/3 der ganzen Sachen direkt auf der Uhr. Ich habe mir dann persönlich gedacht, okay, ich trainiere ja nur einen Bruchteil des Tages. Die restliche Zeit bringen mir eigentlich die smarten Funktionen der Apple Watch mehr, weil es ja ein viel längerer Zeitraum ist. Habe ich mir gedacht. Es ist aber nicht so. Ich bin jemand, der diese ganzen Assistenz-Features der Apple Watch extrem schätzt und extrem cool findet. Aber auf der anderen Seite ist mir meine Fitness und meine Leistung und auch die Verbesserung meiner Leistung einfach noch wichtiger. Vor allem, ich bin jetzt 42, ich werde dieses Jahr 43 und ich will trotzdem immer noch schauen und meinen Körper so weit ausreizen, um zu sehen, verbessere ich mich noch. Was habe ich also gemacht? Wie ihr unschwer erkennen könnt, das ist keine Apple Watch Ultra mehr, das ist eine Apple Watch SE 2022. Ich habe die Apple Watch Ultra zurückgeschickt. Ich habe mir diese stattdessen gekauft, weil ich das einfach mit meinem Gewissen und mit meiner Geldbörse besser vereinbaren kann. Meine Garmin-Uhr bleibt meine Hauptuhr, weil ich HV-Statusmessung, Trainingsbelastung etc., Schlaf, Stresswerte, Bodybatterie, ich möchte diese Daten alle haben. Und was mir auch wichtig ist, und jetzt sage ich das bei Garmin, eigentlich sagt man das bei Apple, it just works. Es funktioniert einfach. Ich muss nichts manuell machen. Die Uhr misst alles, ohne dass ich irgendwie großartig was mache. Und das ist für mich etwas, ich liebe es einfach. Ich will es nicht kompliziert. Ich will nicht verschiedene Apps. Ich will nicht irgendwas aktiverweise messen müssen, um Daten zu haben. Ich will es nicht. Ich finde das, was Garmin macht, einfach perfekt für mich. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, naja, aber welche Rolle spielt dabei die Apple Watch SE? Naja, wenn ich mein Training abgeschlossen habe oder wenn ich mal einen Ruhetag habe, dann lege ich meine Garmin-Uhr ab und gebe die Apple Watch drauf. Denn somit fehlt mir nichts mehr und die Schritte sind mir jetzt nicht so wichtig, die ich vielleicht möglicherweise verliere. Am Abend oder am Nachmittag kommen eh nicht mehr so viele dazu. Somit habe ich ab dem Zeitpunkt alle smarten Funktionen, die ich dann ausnutzen kann, aber habe auch gleichzeitig für die Trainings alle Analyse-Tools in der Garmin-Uhr, die ich brauche.
Ich weiß nicht, ob das die optimale Lösung ist, aber aktuell ist es eine Lösung, die für mich funktioniert. Zusätzlich kann ich es mit mir halt auch besser vereinbaren, eine Apple Watch SE am Handgelenk als Zweiter zu verwenden, wie die Apple Watch Ultra, die 1000 Euro kostet. Und jetzt würde mich interessieren, bin ich der Einzige, der so einen Vogel hat? Oder gibt es den einen oder anderen da draußen, der sagt, ach Stefan, dein Problem kenne ich. Habt ihr andere Lösungen gefunden? Schreibt es bitte in die Kommentare, lasst es mich wissen oder noch besser, kommt in die Telegram-Gruppe und wir unterhalten uns darüber. Natürlich, am Ende würde ich mich noch zusätzlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn dann helft ihr mir weiter und ihr würdet natürlich auch zukünftig keine Videos mehr verpassen. In diesem Sinne, wie immer, wünsche ich euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal.